Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Steel Ocean. Und das ist ein neues Spiel, was ich mir jetzt runtergeladen habe. Und ich habe das gerade schon mal gespielt. Ich habe das Tutorial gezeigt. Allerdings habe ich vergessen aufzunehmen. Ich habe keine Lust, jetzt das Tutorial nochmal zu spielen. Ich habe mir gedacht, ich starte gleich mit dem Match. Jetzt zeige ich nochmal hier den Tech Tree. Man kann hier U-Boote spielen. Da steht auch hier, das ist U-Boote, leichte, schwere, Battleship, Flugzeugträger und Submarines. Wo ist ein Submarine U-Boot? Und das sind History. Könnte ein Jäger sein, ne? Naja, auf jeden Fall irgendwie sowas. Ja. Gut. Also hier gibt's alles. Bei World of War Tanks. World of War Tanks. World of Warship. Da gibt es nur keine U-Boote. Sonst gibt's da auch alles. Ja. Was cool ist, hier gibt's U-Boote. Schon mal ein Pluspunkt. Und was ich noch cool finde, ist, hier gibt's eine Rankingliste, die für den Tag oder für gestern geht. Ich spiele auf dem nordamerikanischen Server, ich konnte mir keinen anderen Server aussuchen. Also, ja, shit happens. Spiele ich auf dem nordamerikanischen Server. Ich fange mal an mit dem deutschen Schiffi. Drücke mal Start. Warten wir, bis wir in der Runde kommen. Das wird jetzt auch meine erste Runde sein. Ich habe bislang noch keine Runde gespielt. Wie gesagt, nur das Tutorial, wo der da eigentlich nur sagt von wegen, fahr dorthin, schieß das Schiff ab, setz deine Kanonen einmal auf Einzelfeuer, dann wieder auf Mehrfachfeuer und da wird man halt eingewiesen, wie das Spiel geht. Mit WASD bewegst du dein Schiff, wie bei den meisten Spielen, mit der Maustaste zielst du. Und um dein Schiff herum sind die Kanonen angezeigt, wo halt steht, welche bereit sind. Wenn sie grün sind, sind sie bereit. Wenn sie orange sind, oder wenn sie rot sind, sind sie gerade leer. Bei orange werden sie gerade aufgeladen. Und ja, grün halt fertig. Es gibt hier Wasserbomben für die U-Boote. Wenn du gegen U-Boote fährst, kannst du die Wasserbomben abwerfen. Oder was heißt gegenfahren? Wenn du beim U-Boot, wenn ein U-Boot bei dir in der Nähe ist, schmeißt du die Wasserbomben rein. Okay, ich habe jetzt nur hier Torpedos und normal. Hallo. Kann ich auf 1 und 2 ändern. Eins mit Kanonen. Hier unten eins Kanonen. Zwei Torpedos. Und wenn ich hier jetzt mit der Maus das drauf drücke, habe ich dann Einzelfeuer und Mehrfachfeuer. The cannon sighting device is located on the center of the screen. The bars on the side represent the ship's real-time speed and HP. Okay, jetzt wird auch noch ein bisschen erklärt. Oh. Das liegt aber to control a vessel, hart. Use the W, A, S or D keys. Press the R or F key to issue a cruise order. Okay, das liegt bestimmt zu hart, weil ich auf dem nordamerikanischen Server spiele. Und die Entfernung nach Deutschland ist ja nicht gerade mal sehr kurz. Was für ein Ping habe ich denn? 168, okay. Na, ich habe schon mal schlimmere Pings gehabt bei anderen Spielen, die in Deutschland sind. Das eine war mal bei Minecraft in 2000 noch was. Aber danach wurde ich auch gleich gekillt.
von einem Pings hoch war. Die stellen sie auch an. So. 4,2. 4,2 Kanonen schießen. So können alle vier schießen. Und so nur eine. 2, 3, 4. Reload status is located under your sights. When green, it is ready to fire. Excellent, good shot. Ich weiß. The enemy's warship location is shown in real time on the minimap in the bottom right corner of the screen. Aiming at the enemy will display a red outline. Use the mouse wheel or press the shift button to activate targeting mode. This will assist you when trying to aim. Schneller nachladen. Target hit. Press the designated key to switch the battery to firing mode. Critical hit. Oh, Mist. Ach, eingetroffen. Wenigstens ein. The enemy warship's armor is too thick. Excellent, good shot. Ich schieße auch nicht. Mann, sind sowas. Ich tue doch nichts. We almost had it. Torpedo. Now bring your ship to a stop. Watch the firing prompt circle. Wait until it narrows to fire. Oh, mega längs. Inbound torpedo, watch out! Ah ne, Strand. Ha! Excellent, good shot! Now, control the torpedo launcher to attack. Oh no! Look out! Torpedo! Torpedo launch complete. Be aware, you cannot detonate torpedoes within the green zone.
Oh, ich sehe kein Torpedo. Ich habe den glaube ich noch nicht einmal getroffen. Ha, ich habe ihn doch getroffen. Und wieder getroffen. Und ich Ich war mal getroffen. Naja, im Wasserschuss. Aber auch. Ich bin letzte da über die. Ja, noch zwei Stück da. Alter, Mist. Naja, ich denke mal, das Spiel haben wir. Ich glaube verloren. Aber bestimmt nicht mein Ding. Nee, nee. Wegen mich nicht. Immer die anderen schuld. Aber es ist wahrscheinlich auch schwer, mich zu treffen, wenn ich hier manchmal so rumlege. Durch die Lecks weiche ich wahrscheinlich schon ein paar Schüsse aus. Was, wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr von da kommt. Ich bin der Letzte. Der Letzte im Amerikaner. Diese kaputte Schiffe. Auch ein kaputtes Schiff. Boah, die Flagge ist aber ganz schön schnell eingenommen.
Meine Güte. Also vielleicht kann man ganz schön schnell einnehmen. Habe ich gerade festgestellt. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und dann wünsche ich euch bis dahin schon mal viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.